Servus Leidels! Ich bin's, das ist mein Mann, Lettenbichler. Wir sind gerade in Amerika für das King of Monos. Das ist mitten in der Wüste, also das ist wirklich ein abgefahrenes Event. Ich glaube, wird spannend. Also habt Spaß beim Workaholics Vlog und es wird geil. Fahren gerade zu KTM, holen meine Sachen ab fürs King of Motos, ein paar Bike-Check-Sachen und dann geht es eigentlich hier heute schon in die Wüste, weil wir noch ein bisschen was testen tun und das passt dann ganz gut. Also bin ganz froh, wir sind da, wir haben es geschafft, dass wir herum sind in einem. Jeff? Ja, Flying Flatschke Airlines war gut. War gut? Wir sind gut angekommen. Okay, perfekt. Das hat alles gut gepasst. Top. Das 304 geht das jetzt auch auf eine Leute. Das heißt, es geht direkt straight rein und man muss nicht mehr lange warten und anstehen. Also das funktioniert einfach frei. Top! FF Flying Flatschke ist on tour. Robby hat schon alles eingeladen. Boah, da ist mein Bike. Da hinten. Okay, nur kurzes Starttraining. Jeff ist bereit. Bereit. He's ready. Take it easy with the dirt road. Also sind jetzt auf dem Weg zum Testplace. Das ist so 10 Meilen circa weg vom Rennplatz. Schaut ziemlich flach aus. Bisschen bergig zwar im Hintergrund, aber ja, bin gespannt. Colton Hacker ist auch am Start. Die ganze Mechanik haben Bikes dabei, also wir werden eigentlich miteinander jetzt auf eine Runde cruisen gehen sozusagen. Jeff hat auch extra ein Duo-Bike bekommen. Also wäre ganz cool, glaube ich, jetzt. Welcome to the desert. Not the jungle, eh? Bikes sind schon fast fertig, also das nächste, was wir machen, ist wirklich... Gehen jetzt dann für einen kleinen Ride. Colton fährt schon raus. Ich bin fast schon ready. Muss nur noch kurz was anziehen und dann geht's raus in die Wüste, wo wir eh schon sind, noch weiter in die Wüste raus. Perfect. Lieblingsspielzeug, favorite toy, ja? Flatching tools. Flatching tools? Oh, this one, the grinder? Ja. I'm pretty good with it. Like an artist. Like an artist. Also man merkt, bei uns ist wirklich immer Spaß am Start. So. Auf geht's. Bin noch gar nicht so richtig motiviert. Aber jetzt geht's ab. Vollgas. Flatsch, 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 flatsch. Alles ready. Rucksack ready. Helm, GoPro ist drauf. Richtig sicke Gear mal wieder. Jeff und der Josh gern senden. Send it, boys! Okay. Du sag, ja. Ja, check, sag. Ja. The shock is completely new, you know? Yeah. Are you here to do oil and gas this morning? Yeah. Ah, because they don't ship it with Daddy's stuff, they shipped it all ready to go. Your stuff, it said oil and gas. Yeah, you're good. Okay. Tank check. Tank check. Goggle check. Goggle check. Riders check. Check, check, check. Go to the top and come back at here. Let's go. Yeah. So on that little hill, yeah. Kind of see in between, there is a trail that goes up. Oh, okay, that far side. Yeah. That normally everybody comes down. Ja, also so schaut's aus. Ganz schön steinig hier. Leck! Woohoo! Von da unten können wir. Ja, also der Sandbar Camper am Start, würde ich sagen. Boah, es ist riesig und staubig. 100.000 Zuschauer und es ist wirklich Wahnsinn,
wie viele Leute da heraus sind. Also es ist abartig. Und das ist wirklich mitten, also da ist gar nichts. Die bauen da extra da die Stadt auf, deswegen country crazy place, da die sagen. Crazy Amis, crazy place, crazy race. Da ist Staub überall, das ist eigentlich ein Event von so ein Side-by-Side-Event, Trucks, Trophy Trucks Race, und das letzte Event ist sozusagen unseres jetzt am Tag. Und das ist der Racetrack von den Trophies. Die sind doch alle irre hier. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Also eigentlich das ganze Gebiet da ist der Raceplatz. Und das ist das komplette Hammertown. Also das ist hunderttausende von Campers sind da unten. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist abartig. Der Chef, wir senden uns jetzt darauf. Also jetzt ist so circa 35 und wir sind mittendrin jetzt. Also wirklich mittendrin in Hammertown. Und die fahren immer noch. Es sind gerade richtig viele Leute. Schauen da immer noch zu, es geht gleich bis 10 Uhr auf Nacht, also es ist wirklich bis Open End Vollgas und geht immer noch ab, und die Trucks sind wirklich der Wahnsinn, also das sind sehr verrückte Leute da draußen. Morgen! Also ich bin gestern erst so spät ins Bett gekommen, weil die Fahrbesprechung so spät war, und jetzt sind wir schon wieder unter Zick. Am Start ist nämlich schon um 8. Wir fahren jetzt noch eine Stunde raus da in die Wüste. Also sind wir jetzt noch ein bisschen unterwegs. Aber ja, es wäre geil halt. Es wäre richtig geil. Mond ist da. Hoffentlich kommt die Sonne heraus. Dann schauen wir mal, wie es wird. You ready, Robby? Yeah, we're ready. Bike ist fertig. Jeff de Costa. Good day. Cube Motos. Excited! Na, wäre geil! Bin nur gespannt. Jetzt geht's dann gleich los für den Prolog. Nur eine kurze Runde. Prolog ist vorbei, es war ganz gut, ein bisschen ein Stau war, weil ich habe als letzter rausstarten müssen, weil ich als letzter registriert worden bin. Das war halt ein bisschen kacke, aber weil sonst war es nicht schlecht. Ein bisschen tricky, bin wieder weicher mit dem Fahrwerk gegangen, mit dem GPS nur Batterien ausgetauscht beim Hauptrennen, und Mike ist eigentlich ready, also bin froh, jetzt geht es dann in einer Stunde geht's los. Ich glaube, wir starten alle miteinander gleich in der Auffahrtreihe, also es wird, glaube ich,
ein bisschen tricky werden gleich am Anfang und ein bisschen hektisch, aber wir sind locker drauf, locker drauf. Yeah. Wir sind back! Gerade das ganze Zeug waschen vom Rennen. Hab gestern leider nicht mehr vloggen können, weil ich war ein bisschen demotiviert, muss ich sagen. Bin nach dem Rennen, war im Finish, habe eigentlich geführt und habe in der letzten Runde einen richtig krassen Fehler gemacht und bin einfach falsch gefahren und habe dadurch einfach eine Stunde Zeitstrafe gekriegt und bin dann nur leider Dritte geworden. Deswegen war ich nicht mehr so motiviert zum Vloggen, aber ich habe mir gedacht, ich muss noch ein Ending raushauen. Deswegen sind wir jetzt gerade beim Stuff ready machen, weil wir nächste Woche, eigentlich morgen, unsere 450ers abholen. Jeff ist tuned gerade unser Auto, dass wir mehr Platz haben. Haben wir die Sitzbank ausgebaut. Also, Wir sind am Start. Es wäre cool, jetzt die nächsten paar Tage einfach noch Motocross fahren, Kalifornien, und einfach eine geile Zeit haben. Ich glaube, der nächste Vlog auf dem Weberwerke-Channel wird, wo wir alle gemeinsam mit der Werkeholics-Crew nach Schweden fahren. Und ich glaube, es wird eine richtig coole Zeit. Ein bisschen Snowmobile und Skide fahren. Also seid gespannt drauf. Folgt unseren Weberwerke-Channel auf YouTube und gibt uns einen Follow auf Instagram und Facebook. Also haut's rein und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Ciao, guys!